Sie sind hier, 10. Januar 2019, 11.55 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Die Wasserballer von Waschpo Hannover haben in der Champions League überrascht. Urheberrecht Getty Images. Waschpo Hannover sorgt in der Wasserball Champions League für eine faustdicke Überraschung. Beim ungarischen Topclub Szolnoki VSK spielen die Niedersachsen Remis. Waschpo Hannover hat in der Wasserball Champions League den lang ersehnten ersten Sieg zwar verpasst, beim ungarischen Topclub Szolnoki VSK aber ein sensationelles Remis mit auf die Heimreise genommen. Am 6. Spieltag der Gruppe B kamen die Niedersachsen zu einem 10:10 Unentschieden. Wie schon so oft in dieser Saison hielt das Team von Trainer Carsten Seehafer mehr als gut mit und führte sogar mit 4:3 und 6:4. Allerdings verhinderten einige Schwächephase den möglichen Sieg. Damit sind wir sehr zufrieden, beurteilte der Coach das Sensationsunentschieden euphorisch. Wir haben gut gespielt, aber auch nicht perfekt. Dennoch war es ein Schritt nach vorne. Sport 1 zeigt die Highlights der Partie zwischen Szolnoki VSK und Waschpo 98 Hannover am Sonntag 13. Januar ab 9 Uhr im Free-TV. Jörn Winkelhorst, Finn Schütze und Luka Sekulic hatten die Niedersachsen zu Beginn des dritten Viertels mit 6:4 in Führung gebracht. Der erste Sieg schien zum Greifen nahe. Doch dann brachten sich die Hannoveraner mit einfachen Gegentoren selber aus dem Konzept. Innerhalb weniger Minuten hieß es plötzlich 8:6 für den Champions-League-Sieger von 2017. Radovic erzielt 4 Treffer. Die Gäste aus Hannover stemmten sich gegen die drohende Niederlage und wurden 51 Sekunden vor Spielende mit dem 10:10 Ausgleich belohnt. Winkelhorst sorgte für den letzten Treffer der Partie. Überragender Spieler auf Seiten des Bundesligisten war Alexander Radovic, der alleine 4 Tore zum Remis beisteuerte. Mit nun 3 Punkten aus 3 Unentschieden rangiert Waschpo nach 6 Spielen hinter Jadran Split ebenfalls 3 Punkte und Spandau 4 nach wie vor auf dem letzten Platz, ist aber als Gastgeber automatisch für das Final 8 qualifiziert. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bergen. Mehr.